Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal hier bei Alicante Real Estate. Und heute zeige ich euch eine Immobilie für 143.000 Euro. Eine wunderschöne Wohnung direkt in Parkmar, in einer Anlage direkt am Strand von La Mata in Torrevieja. Und wir haben wirklich eine wunderschöne große Terrasse. Wir haben zwei Schlafzimmer. Wir sind in einer wunderschönen Anlage mit einem richtig tollen Pool und verschiedenen Kakteen, Pflanzen, sehr gepflegt. Wir haben übrigens hier zwei Pools, also das ist der erste Pool, dann haben wir noch einen zweiten Pool, etwas weiter oben in der Anlage. Über die Location, wo wir sind in La Mata, wie ich bereits erwähnt habe, sehr nah am Strand, sehr nah an den Dünen. Wir haben hier verschiedene Bars, Restaurants, Apotheken, Supermärkte, alles in der Nähe. Wir haben eine Bushaltestelle in der Nähe, die führt direkt nach Torrevieja oder auch am Kreisverkehr direkt zum Flughafen und dann sind wir in 40 Minuten am Flughafen von Alicante. Also, gute Lage. Schöne Immobilie, die ganzen Fußböden, also die ganze Fußboden, die ganzen Fliesen wurden gewechselt, Dusche wurde erneuert, also die Eigentümer haben schon was reingesteckt, haben investiert in die Immobilie. Schön große Terrasse, sehr sonnig und eine schöne Aussicht auf den Pool hier direkt davor. Also eine schöne Ferienwohnung, gut zu vermieten und jetzt folgt mir mal rein. Innen haben wir eine typische Standardwohnung, wie man die von dieser Anlage hier kennt. Also wir haben das Wohnzimmer hier, den Eingangsbereich mit Flur, was natürlich nicht häufig hier der Fall ist. Also meistens kommt man ins Wohnzimmer oder in die Küche rein. Kennt ihr wahrscheinlich schon aus den Videos. Kleine, aber feine Küche, reicht vollkommen aus als Ferienwohnung. Man könnte theoretisch ja noch ein bisschen renovieren, die Küche ein bisschen erneuern. Könnte man machen. Ich würde sogar die Bar hier wegnehmen, damit man mehr Freiraum hat, aber das ist wie es jedem gefällt. Okay, dann haben wir hier zwei Schlafzimmer. Das hier auf der linken Seite das große Schlafzimmer mit Einbauschrank. Auf der rechten Seite das kleinere Schlafzimmer und hinten haben wir dann die Dusche mit, ja, die wurde erneuert vor ein paar Jahren, also auch neu gemacht. Okay, ganz wichtig, was ich noch sagen wollte ist, ihr werdet gleich in den Kommentaren schreiben, ja, und wieso hat das denn überall Gitter? Die Immobilien wurden früher so gebaut. Also die Immobilien wurden halt 2001, 2, 3, 4, wurden die halt mit Gittern gebaut. Mittlerweile, falls ihr Neubau kaufen möchtet und euch Neubau anschaut in der Gegend, gibt es keine Gitter mehr. Ich habe bei mir zu Hause keine Gitter. Also es gibt keine Gitter bei den neueren Wohnungen und es ist nur bei den alten der Fall. Ihr könnt die Gitter ruhig abnehmen, Alarmanlage rein. Falls ihr jetzt im Erdgeschoss seid, obwohl es eine geschlossene Anlage ist, also sicherheitstechnisch passiert hier sehr, sehr selten überhaupt irgendwas. Also ich hatte in den 8 Jahren hier durch Erfahrung noch nie irgendwie mit Okupas was zu tun gehabt oder mit irgendwelchen Überfällen. Also das Höchste, was ich mal gehört habe, waren vielleicht Diebstähle, aber das ist ganz normal, überall auf der Welt gibt es Diebstähle und das ist hier vollkommen sicher, vor allem hier in La Mata, also hier passiert überhaupt nichts. Okay, also Immobilienpreise sind super am Steigen. Ihr könnt jetzt, am besten zum Kaufen ist jetzt der beste Zeitpunkt, denn wir sind gerade noch, kann man noch Immobilien kaufen um die 100.000 Euro, aber die Preise sind permanent am Steigen, das sehen wir und wir haben mehr Käufer als wir Verkäufer haben und das zeigt natürlich, dass der Markt sich immer noch nach oben bewegt. Und das war's auch mit dem Video heute und hier seht ihr übrigens den Pool auf der rechten Seite, eine wunderschöne Anlage, sehr gepflegt, schöne Immobilien hier, wir haben hier etliche Immobilien im Verkauf und falls ihr Interesse habt, so eine Immobilie zu kaufen und zu erwerben und zu vermieten über unsere Agentur, könnt ihr euch gerne melden und wir helfen euch bei dem gesamten Kaufprozess, auch beim Renovieren, zum Vermieten und wir haben einen eigenen Anwalt, also wir helfen euch vom A bis Z. Und ja, like das Video, kommentiert das Video und folgt dem Kanal, falls es euch gefallen hat. Und jede Woche kommen Videos, verschiedene Immobilien, wir zeigen euch alles Mögliche, was man hier kaufen kann, von 50.000 bis hin zu 5 Millionen. Also, bis zum nächsten Mal in Spanien.